Ja, da bin ich wieder, Leute. Kerl, wer hätte es gedacht, ne? Ja, einmal die Maske zurechtrücken und dann wollen wir auch gleich mal mit diesem wunderschönen PS3-Controller loslegen. Diesmal ist an der Reihe Super Tux Card oder Tux Card oder was auch immer. Ich muss mich jetzt jedenfalls ein bisschen ranhalten, denn wir haben ein 4-Runden-Limit. Und das will ich natürlich nicht im Dings strapazieren hier, ne? Im Menü, ne? Wisst ihr Bescheid. Und das Lustige an dem Rennen ist, dass man ebenso viele Maskottchen teilweise auch hat. Man hat zum Beispiel den Emule-Esel, man hat den, ich weiß gar nicht, was das ist, diesen komischen Fuchs von Gimp oder was das auch immer ist. Ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott. Und meh. Das ist eben. Boah, ich bin richtig schlecht in Rennspielen. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich bin nicht mit einer Nintendo-Konsole groß geworden. Insofern ist das auch ein bisschen ja, nachteilig, möchte ich sagen. Boah. Ja, WTF. Komm schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in die. Boah, dass ich in die nächste Runde komme. Komm schon, ich reiß das Rennen noch hier. Boah, nee. Och nee, nee. Boah, ich bin so schlecht in Rennspielen, das ist unglaublich. Es kommt mir so vor, als ob Damakash extra die Spiele aussucht, wo ich richtig scheiße drin bin. Ich kann keine Point-and-Click-Adventures spielen. Ich bowl mich sogar selbst weg, ey, was? Oh. Das gibt nicht. Eigentlich wollte ich das komm schon, im Multiplayer aufnehmen, aber ja, leider war mein Spielpartner etwas verhindert. Besser gesagt, wir haben es. Oh mein Gott. Ich sehe noch jemanden. Ja. Besser gesagt, Mann. Ihr werdet es ja auch mitbekommen haben. Es gibt ein wenig warmes Wetter jetzt. Deswegen, ich muss sagen, es ist auch verdammt warm unter der Maske. Ja, Fliegenklatsche. Hier. Aber ich behalte die Maske trotzdem auf, aus Sicherheitsgründen, weil ich will ja niemanden verschrecken. Wow. So, jetzt hole ich das aber, jetzt hole ich mir den Grand Prix hier quasi. So, ach Scheiße, daneben. Wir haben das vorher auch schon ordentlich getestet, auf Herz und Nieren das Spiel. Boah, ach Mann, warum ich? Warum kriege ich den Kuchen ab? Warum kriege ich den Kuchen denn ab, Mann? Komm schon. Nee. Man kann ja auch ganz super im Windschatten fahren, aber ich kann es eben nicht, wie gesagt. Oh, komm schon, komm schon. Der Kollege, mit dem ich gespielt hätte, das wäre auch definitiv eine sehr gute Herausforderung gewesen, weil das ist so ein. Es ist so ein Nintendo-Freak, der ist quasi. Oh mein Gott. Der ist mit einer Nintendo-Konsole groß geworden und kann eben auch dementsprechend. Ist ja verdammt gut in Kartspielen, der ist verdammt gut in Jump-and-Run-Spielen, der ist. Boah, bin ich Erster. So, Leute, merkt euch diese Position hier, denn die wird nicht lange halten. Nie! Warum? Uah. Aber ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Also ich habe damit schon relativ viel Spaß gehabt jetzt. Und. Boah, komm schon. Ich weiß, das sieht ein bisschen dämlich aus, weil ich so mitgehe, aber das ist mir auch schon so ein Stück weit aufgefallen. Das ist einfach, weil ich so selten Rennspiele spiele und da will ich mich immer mit in die Kurve legen. Das ist voll behindert. Das ist einfach so gestört. Nein. Und ich kann auch grundsätzlich super an den Power-Ups vorbeifahren. Das habe ich richtig drauf, seht ihr? Nein, ey, komm schon. Ma. Jetzt. Scheiße, Mann. Siehst du, da will man einmal so ein bisschen vielleicht in dem Spiel glänzen, aber nein,
dann kommt eine Dammerkaste her und sagt, bam, jetzt fahrt ihr ein Rennen. Und ich denke mir, ja, nein, irgendwie nicht. So, letzte Runde. Ach, komm schon. Ma. So eine Scheiße, ey. Ja, WTF? Warum hat er das nicht getroffen? Mann. Nee. Ja, natürlich. Da kriegt er eine Kaugummi-Bubble, ey. Und ich fahre direkt in die Banane und krieg noch einen mit der Fliegenklatsche, ey. Boah, Junge. Jetzt habe ich auch noch eine Bombe am Hintern. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wie viel Pech kann ein einzelner Mensch haben? Nein. Und ich kann euch dann jetzt auch ganz super zeigen, was passiert, wenn man die Bombe eben nicht abschütteln kann. Komm schon. Och, seht ihr? Da sind zwei Fässer und ich kriege nicht eins. Ja, ich konnte sie abschütteln. Ein Erfolgserlebnis. Und er ist davor gefahren. Vielleicht... Oh, ich bin sogar Dritter. Das würde ja noch Bronzerang bedeuten. Das ist ja schon mal etwas. Komm. Nee. Oh nein. Ja, egal. Mit dritter Platz kann ich leben. Kann ich auf alle Fälle. Ja. Dritter Platz. Leute, das ist schon sehr gut. Also für meine Verhältnisse ist das sehr gut. Ich habe die letzten paar Male habe ich eher so in den unteren Rängen verweilen müssen. Und ich würde sagen, das war's dann mit dieser Runde. Wäre nett, wenn ihr das hier positiv bewerten würdet. Wenn euch meine Art gefällt, schaut auch auf meinem Kanal vorbei. Nur so eine Idee. Und ja, ciao.